Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe bei Skin bestellt einen Adventskalender, wo angeblich 129 Euro Überraschungen drin sein sollen. Er ist gestern angekommen. Hier sieht man auch die Rechnung. Mit Versand waren es 13,99. Der Kalender selber 9,99. Und wie gesagt, angeblich soll da Überraschungen drin haben. Bei 129. Da war auch noch eine Karte dabei mit viel Spaß mit deiner Bestellung. Dann Skin Team. Aber wenn ich mir den Kalender anschaue, frage ich mich, wo da die 129 Euro drin sein sollen. Außer ein Stück Schokolade kostet 5,38 Euro ungefähr, weil hier ist er. Der Gubor Adventskalender Schokolade. Also frage ich mich, wo sind hier die Überraschungen für 129 Euro? Und den packen wir jetzt einfach mal gemeinsam aus. Und zwar müssen wir jetzt erstmal gucken, wo hier eine 1 ist. Die ist da, die 1. Man hat auch nicht wirklich großartig was zum Reindrücken. Und wie gesagt, Schokolade. Also frage ich mich, ob die Schokolade wirklich 5,38 Euro wert ist. Ich habe extra hier eine Schüssel für die Schokolade rein. Schokolade. Die erste. Dann die Nummer 2 haben wir einmal hier. Ups, sieht man gar nicht. Hier. Schokolade. Die zweite. Und da ist so ein Stern drauf. Die Nummer 3 haben wir hier oben. Au, mein Finger noch. Aber wie gesagt, da ist Schokolade drin. Der ganze Adventskalender, geh auf, besteht aus Schokolade. Mit verschiedenen Mustern drauf, wie es aussieht. Also verstehe ich nicht, wo hier der Wert sein soll. Die wirklich so gut sein soll. Oh, geh raus. Mit einem Kleeblatt. 5. Kann euch ja die Zahlen sagen. Mit einem Engel drauf. Der Nikolaus. Ich verstehe den Sinn irgendwie nicht ganz. Mit einem Schlitten drauf. Was da so viel wert sein soll. Die Bär drauf, alles Schokolade mit einfach nur verschiedenen. Wenn man immer richtig rausgeht, verschiedenen Mustern drauf. Also frage ich mich echt, wo sind hier Überraschung dafür. Mit einem Tannenbaum drauf. Und das ist jetzt überhaupt die 9. Die 10 ist oben. Das ist doch eigentlich klar, er hat nur, was soll das darstellen? Ein Schneemann mit Besen. Klar, er hat 9,99 gekostet plus eine Nummer Versand. Aber 10 war das. Kommen wir zur 11. Bei Aldi zum Beispiel gibt es auch einen Adventskalender mit Schokoladen, Pralinen, keine Ahnung drin. Und da sind in zwei Türchen ein Gutschein drin, und wenn es nur 5 Euro sind. Aber die schreiben nicht hin, es ist ein Gesamtwert von. Aber die Schokolade, ja, die 11, kann ja kein, ist für mich kein Gesamtwert von 129 Euro mit
oder eine Überraschung mit 129 Euro ist es für mich nicht wirklich. Für mich ist es Schokolade. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die Schokolade, also so ein Stück Schokolade jetzt einen Wert hat für 5,38 Euro ungefähr am Tag. Also verstehe ich das nicht wirklich. Wo hier dann, na gut, ich kenne einen Stern drauf. Ich kenne jetzt die Gubur-Marke, feinstes aus Schokolade, die Marke kenne ich jetzt nicht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt eine besondere Schokolade sein soll oder was, keine Ahnung. Weil eigentlich hat ja Skin Pflegeprodukte, ich glaube Make-up hat es auch. Deswegen wundert es mich. Gut, 30% mindestens ein Schokoladenanteil, also Kakaoanteil. Aber das ist für mich irgendwie komisch. Und nach raus. Das ist echt, echt komisch. Da ist eine Eisenbahn drauf. Wow. Ich meine, haben sie verschiedene Muster drauf. Aber trotzdem schon komisch. Also, Da frage ich mich wirklich. Oh, ein Nikolausgesicht. Da frage ich mich wirklich, was die sich dabei gedacht haben, sowas hinzuschreiben. Gerade wenn man weiß, die haben Pflegeprodukte, Seren, also keine Pflegeprodukte. Was soll das darstellen? Ein Korb? oder, wie heißt es? Ja, Pflegeprodukte für Körper, Gesicht. Ein Baumpilz, keine Ahnung. Ja. Deswegen verstehe ich das irgendwie nicht ganz, dass die da sowas hinschreiben. Klar, ich habe gedacht, ein Troll. Ich habe schon gedacht, dass eventuell Schokolade mit dabei ist oder so, aber jetzt nur ein Schokoladenkalender ohne irgendwie was, wo, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Denn wenn ich ins Gutscheine drin wäre, dass das überhaupt so passt, so eine komische Mütze darstellen. Oder irgend sowas. Aber nein. Es ist einfach Schokolade. Schönchen drauf. Und jetzt sind wir schon bei der 24. Soll eine Glocke darstellen. Juhu, Heiligabend. Ja, ich bin enttäuscht. Weil, wenn man schon sagt, ein Wert von, verstehe ich was anderes darunter, aber nicht, aber nicht den Schokoladenkalender hier. Und hier sind jetzt die ganze Schokolade drin. Verstehe ich nicht. Also, schreibt mir es mal in die Kommentare, ob ihr die Marke Gubur kennt. Steht da hinten drauf. Ich habe jetzt gar nicht gegoogelt, ob die wirklich so teure Schokoladenstücke haben, dass der Wert passt. Weil ich sage, er passt nicht.
Oder ich sag mal, ich denke mal, dass er nicht passt. Also, keine Ahnung, kenne die Marke nicht. Wie gesagt, das ist jetzt von Skin. Ja, einfach nur ein Schokoladenkalender. Aber okay. Für nächstes Jahr weiß ich, dass ich keiner mehr kaufe. Aber ja, egal. Ich sag jetzt mal bis zum nächsten Mal. Da kommt dann, ich denke mal, der Douglas Adventskalender. Und deswegen sage ich jetzt einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.